Willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper 2. Ich erwähne es nur mal nebenbei, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, aber keine Folge Knights of Pen and Paper 2 verpassen wollt, könnt ihr es natürlich machen. Einfach unten auf Abonnieren klicken. Like dürft ihr natürlich auch gerne da lassen. Oder kommentieren. Aha. Unsere größte Attraktion. Ihr sucht die verschwundene Spiegelwächterin. Eine Spur von Glasscherben führt zurück nach Spawn.Dorf. Es wird immer rätselhafter. Reist nach Spawn.Dorf, um den nächsten Hinweis zu finden. Reisen. Oh, Hinterhalt. Okay. So, haben wir zumindest die blöden Gegner schon mal weg. Und dann machen wir jetzt so. Bam, Alter. Level 19. Was hätten wir denn hier? 36. Und dann würden wir 18. Machen wir das. Bevor wir hier reden, kurz pennen. Ja, das geht ja. Töte 2 Kappas in einer oder mehreren Schlachten, um die Quest fortzusetzen. Machen wir 5. Okay. Ach scheiße, das war die falsche. Ja, ja. So. Jetzt hier einfach mal direkt. Ja, ja. 7. 9. So. 4. Kommst nicht mehr dran. Der 3 geht auf, ist ja eigentlich egal. Kommst du auch nicht mehr dran. Und wenn jetzt nicht alles komplett falsch läuft, ja. Das war vielleicht was. So eben. Verkaufen. Dorfälteste, willkommen in Spawn.Dorf, dem branchenführenden Abenteurererzeugung. Kennst du uns etwa nicht mehr? Wir haben euer Dorf gerettet. Ach ja, natürlich. Ihr seid nicht die einzigen, die hier herumrennen. Wir suchen nach der Spiegelwächterin. Sie kommt aus Origami. Ah ja, sie ist in unserem erstklassigen Gasthaus abgestiegen. Dort kann man wunderbar regenerieren. Ist sie noch hier? Nein, sie wollte ihren Cousin in Großstadt besuchen. Das ist ein handfester Hinweis. Du warst eine große Hilfe. Bitte erzählt allen euren Abenteurer, freudigen Freunden von uns. Apropos Wirtshaus, absteigen. Sehr gute Idee. Nein. Man sollte auch immer die Maus bewegen. So. Aha, hier gibt es noch eine Hauptquest, der Riss. Was ist denn der Riss? Okay, alle gehen ihrem üblichen Tagwerk nach, als Papyrus plötzlich von einem gewaltigen Erdbeben heimgesucht wird. Boah, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Du kannst jetzt wieder aufhören, am Tisch zu rütteln. Lass mich raten, irgendein verrückter Erdmagier läuft amok. Das Wirken von globalen Zaubern auf Fortart. Eine Genehmigung, gehen wir ein paar Papiere überprüfen. Braucht ihr mich überhaupt noch? Tut uns leid, wir sind einfach so bei der Sache. Die vertraute Gebirgskette in der Ferne sieht auf unheimliche Art anders aus. Es ist, als hätten die Berge selbst sich ein klein wenig bewegt. Reist zur Wiese, um die Berge zu untersuchen. Machen wir. Ihr gelangt an den Ort des Geschehens. Im Boden klafft ein riesiger Riss, der den Blick auf unterirdische Gänge freigibt. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Während ihr noch staunt, welche Naturgewalt hier im Berge war, tauchen plötzlich Monster aus dem Riff aus. Auf. Aus dem Riff. Ach, die Typen. Ich hätte eher mit einem unterirdischen Riesenhummer gerechnet oder sowas. Macht einfach weiter.
Ja, ist glaube ich eine Stufe 4 war das, ne? Die dunklen unterirdischen Tunnel sehen für mutige Helden wie euch äußerst einladend aus. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Ihr könnt die oberen Tunnel jetzt jederzeit betreten, um ein neues Dungeon-Abenteuer zu starten. Aha. Aber eigentlich möchte ich wissen, was da geschieht. Das ist eine Hauptquest. Cool, ein neuer Ort. Obere Tunnel. Ihr steigt vorsichtig in den Riss hinab und betretet ein gigantisches unterirdisches Tunnelnetzwerk. Wo ist das Klopapier, wenn man es braucht? Die bisher vergrabenen Tunnel scheinen uralt zu sein und verboten. Ein ungutes Gefühl beschleicht euch. Angst. Wir sind auf alles vorbereitet, vor allem auf unterirdische Riesenhummer. Es gibt... Ach, vergiss es. Erforscht die oberen Tunnel. So, bevor wir das... Achso. Hier gelangt eine Grabkammer mit einem königlichen Sarkophag, eine Schnitzerei in der Hand. Ja, das Übliche. Der Sarkophag ist leer, wenn man die darin fallen. Okay, dann gehen wir mal nach hier. In der Mitte des Raums befindet sich ein riesiger Schleimball. Er springt in die Luft und springt. Die Luft und springt teilt sich 10-mal in je 2 Hälften. Wie viele Schleimbälle bedecken euch jetzt? So, du kriegst mal eben. Oh, das ist doch gut. Dieser Raum war einmal eine Waffenkammer. Die meisten Gegenstände sind längst aus den Waffenständern entfernt worden. Doch etwas findet ihr. Einen Schatz und Reis. Weil wir wissen, Reis ist immer super. Dieser Ort wird gerade neu eingerichtet. Eine Gruppe von Monstern zertrümmert und zerschlägt die unterschiedlichsten Behälter auf der Suche nach etwas Wertvollem. Plötzlich bemerken sie euch und greifen euch an. So. Gibt's gute Drops? Nö. Ist ja auch nur ein Level 4 Dungeon. Ihr gelangt zu einer schwebenden Lichtkugel. Helft! Paparos! Gefahr! Die Botschaft ist völlig verrauscht. Das Irrlicht schwebt schwerelos durch die Luft und tiefer in den Tunnel hinein. Was zum Teufel war das? Gehen wir erstmal nach da. Ja, eine robuste Truhe, aber kein Schlüssel. Brauchen wir wohl auch nicht. Bevor ihr seht, hier in der Ecke des Raums bemerkt ihr ein Skelett, das einen Lederhut mit breiter Kappe trägt. Das Skelett umklammert einen Geldbeutel. Oh, ist doch schön. Wo Gold nicht mehr mein großes Problem ist. Dieser Raum ist mit rostigem Metall gefüllt. Große Klingen ragen von der Decke herab und aus dem Boden empor. Offenbar wurde diese Falle einmal ausgelöst, danach aber nie zurückgesetzt. Gehen wir doch weiter. Auf den ersten Blick scheint dieser Raum leer zu sein. Doch das ist er nicht. Ihr werdet angegriffen. Dunkelheit bedeutete nochmal... Achso, plus 5 auf Initiative für Feinde. Aber das ist nicht alles. Einem verwundeten Troglodyten, der von seinen Kameraden in Stich gelassen wurde. Was machen wir? Wir helfen ihm. Ach, der greift uns an. Das ist ja süß. Mehr. Ja. Okay, das ist das Ende. Und dann gehen wir wohl in die obere Tunnel. Stufe 2. Ein Schatz. Ein Langschwert. Oh, ist doch gar nicht mal so schlecht. Weil so viele Schätze findet man ja auch nicht in diesem Spiel. Obwohl, so viele neue Waffen, meinte ich. Auf den ersten Blick scheint dieser Raum leer zu sein. Doch das ist er nicht. Ihr werdet angegriffen. Machen wir doch eben Folgendes. Oh. Vor euch seht ihr einen Schatz. Gehen wir nach unten. Ihr habt einen Raum betreten, der mit Spiegeln in allen Formen und Größen gefüllt ist. Die meisten davon sind normale Spiegel, einige werfen aber auch Zerrbilder zurück. Euch wird schwindelig. Ja, und wir verkacken es mal wieder.
Hey, immerhin einer. An der Nordwand dieses Raumes befindet sich eine Quelle, darüber eine Inschrift. Quelle des ewigen Lebens, ein Jammer, dass sie versiegelt zu sein scheint. Tja. Erneut seht ihr das inzwischen vertraute Licht in der Luft schweben. Der Raum ist erfüllt vom leisen Rauschen. Helft! Den Quell! Barbaros! Gefahr! Ich versuche es zu fangen, bevor es wieder entkommt. Die Hand greift durch den immateriellen Körper des Irrlichts. Er gleitet davon und schwebt hinab in das nächste Stockwerk. Ich glaube, er will es eben folgen. Und was soll das Gerede von einem Quell? Na, den hatten wir doch eben gesehen. Na, will ich aber eben kurz, wenn wir hier schon sind, hier eine ganze Episode verbringen. Die Wände dieses Raums, will ich alle Räume sehen, sind mit modrigen, zerrissenen Wandteppichen bedeckt. Einige der Teppiche haben seltsame Auswirkungen. Plötzlich greifen die Monster an, die sich da verstecken. Unhygienisch ist es hier. Zu Beginn jeder Runde wird die Gruppe mit Gift belegt. Aha. Sorgen wir doch mal eben dafür, dass es nicht so viele Runden gibt. So, und dann gibt es auch nicht so viele Runden. Oh, hier geht's noch weiter. In der Ecke dieses Raumes seht ihr ein Kartenspiel und einen Stapel Münzen auf einem Fass. Es wurde für vier Spieler ausgeteilt, es ist jedoch niemand zu sehen. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Es geht ja recht schnell. Geht noch eben in diesen Raum. Ihr gelangt in eine Grabkammer mit einem königlichen Sarkophag. Was machen wir? Den Sarkophag plündern, uralten Wächter geweckt und erzürnt. Hält sogar was aus. Und dann gehen wir noch in den nächsten Raum. Als ihr diesen Raum betretet, werdet ihr von einer lieblichen Melodie gelockt. Eine Gruppe von Monstern spielt sie auf unterschiedlichen Instrumenten oder spielte sie, bis ihr sie unterbrochen habt. Ja, wie auch immer diese Monster das spielen. Egal. Eben einmal kurz gucken. Aber das ist nicht alles. Die dunkle, feuchte Kammer ist voller Fässer und Gebinde. Wir finden einige Edelsteine. Ich will mal eben einmal kurz gucken. Bandit 75%, Höhlenfledermaus 92%. Ha. Dann können wir bald gegen die noch viel mehr Schaden machen. In der Ecke dieses ansonsten leeren Raumes seht ihr eine einfache Leiter, in das nächste Stockwerk zu steigen. Ja, der Raum ist besetzt. Monster greifen an. Ach, das ist wieder unhygienisch. Und tschüss. Jemand verletzt? Nicht wirklich. So, gehen wir erstmal rechts im Kleinraum. Durch einen Riss an der Decke tropft ein kleines Rinnsal Wasser auf den Boden. Der Boden ist mit Algen und Moos bedeckt. Das unablässige Summen von Insekten erfüllt den Raum. Dann gehen wir doch mal zurück. Auf den ersten Blick scheint dieser Raum leer zu sein, doch das ist ja nicht. Ihr werdet angegriffen. Oh, das ist ja sogar mal richtig. Eine stattliche Anzahl Gegner. Hier sogar ein bisschen was aushalten. Acht, neun. So, 4.
müsste auch eh schon tot sein. Das sehe ich doch. Ist auch tot. Jo, das war wirklich eine stattliche Anzahl Gegner. Boah, ich sehe dir. Eine kleine Pfütze sieht klar aus und strahlt einen magischen Glanz aus. Was wollt ihr tun? Trinken. Das Wasser schmeckt süßlich, sodass ihr immer mehr und mehr davon trinkt. Nach einer Weile wird euch ein wenig komisch zumute. Kalter Luftzug heißt euch in diesem leeren Raum willkommen, der Boden ist glatt und rutschig von Frost. Plötzlich erscheint ein wirbelndes Portal in der Mitte des Raumes und eine Gruppe von Monstern springt heraus. Na komm, hau zu. Kleiner Schild. Oh, das ist aber jetzt Ende. Und gucken wir, was hier ist. Sie sind mit modrigen, zerrissenen Teppichen bedeckt. Sie handeln fast alle von antiken Königen und riesigen Drachen. Dann gehen wir erst in den kleinen Raum. Luftzug, Boden ist glatt und frostig. Okay, dann gehen wir doch eben einmal zurück. In der Ecke dieses Raums ein Skelett, das einen Lederhut mit breiter Krempe trägt, umklammert einen Geldbeutel. Das Irrlicht wartet ruhig darauf, dass ihr euch nähert. Helft uns, den Quell, Papyrus, Gefahr, jemand steckt in Schwierigkeiten. Die Botschaft scheint immer deutlicher werden, je tiefer wir kommen. Ihr betretet den nächsten Tunnelabschnitt. Quest erledigt. Mittlere Tunnel, das ist dann nämlich auch schon Level 17. Magazin. Ich will mal eben kurz gucken. Hier haben wir erst 33% freigeschaltet. Die Druidenklasse kaufen wir uns. Die Psion-Klasse. Und damit haben wir nämlich alles. Alle Ausgaben freigeschaltet. Dann gehen wir wohl in die mittleren Tunnel. Allerdings, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, erst beim nächsten Mal. Auf dann!